Norbert Hofer zu Wort gemeldet. 3 Minuten freiwillige Redezeitbegrenzung, bitte, Herr Abgeordneter. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine Damen und Herren, für behinderte Menschen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können und dass man bei Leistungen, die es für behinderte Menschen gibt, auch Rechtssicherheit hat. Das heißt, dass man genau weiß, welche Leistungen bekommt man, und wenn man einen Anspruch darauf hat, dann soll es auch einen Rechtsanspruch darauf geben. Das ist bei der persönlichen Assistenz derzeit nicht der Fall. Und es wäre uns ganz wichtig, dass die Kriterien für die persönliche Assistenz ganz genau definiert werden. Und dann, wenn diese Kriterien zutreffen, am Arbeitsplatz, aber auch im Rahmen einer Ausbildung, dann dieser Rechtsanspruch zuerkannt wird. Die Frau Kollegin Heidelmeier ist mit Sicherheit eine Dame, die sich sehr, sehr vehement für die Interessen der Behinderten einsetzt. Ich verstehe auch die Kritik, die von manchen Seiten manchmal kommt, weil sie in ihrem Engagement, ihrer Begeisterung für die Sache manchmal zu sehr drastischen Maßnahmen greift, weil man muss ihr zuerkennen, dass sie mit ihrem Einsatz für behinderte Menschen über viele Jahre hinweg auch sehr, sehr viel bewegt hat. Dankeschön. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist der Herr